Willkommen zu einem neuen Video von QueerStunty und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Videokooperationsreihe Hashtag Aktiv Kreativ. Diesmal durfte die Nadine das Thema aussuchen und die hat sich passend zum Frühling das Thema Blumen ausgesucht. Nun habe ich ja am Sonntag im Livestream, im zweiten Livestream wohlgemerkt, ja dieses schöne Büchlein hier gewerkelt mit dieser dreidimensionalen Blüte aus einem Standset und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach passend zum Thema noch ein paar mehr davon und deswegen habe ich mir hier auch schon welche ausgestanzt. Ja, und ich werde mir jetzt jeweils eins von jedem holen und das distressen bzw. so mit Stempelfarbe einfärben und dafür habe ich hier diese Multicolor-Stempelkissen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Nina an, weil Nina habe ich hier auch auf meinem Wischer. Und dann fange ich jetzt mal damit an, die Blüten einzufärben. So, ich habe die verschiedenen Blüten jetzt alle ein bisschen unterschiedlich eingefärbt und halt ein bisschen versucht mit Farbverläufen zu arbeiten, von dunkel nach hell. Und jetzt klebe ich mir das Ganze zusammen. Und zwar nehme ich die ganz große Blüte als Grundblüte quasi. Hier die mit den Ausstanzungen und zwar versetzt. Als nächstes kommt dann die keine Ausstanzungen hat, auch wieder versetzt. Und als letztes die kleine Blüte mit den Ausstanzungen, auch wieder versetzt. So. Und in die Mitte kommt jetzt noch ein Schmuckstein. Hier habe ich einen Schmuckstein. Passend habe ich. Ja. Dann gebe ich mir hier wieder ein bisschen Kleber in die Mitte. So. Und dann kann die Blüte auch schon da drauf. Lasse ich jetzt erstmal trocknen und dann mache ich in der Zwischenzeit mit den anderen Blüten weiter. So, ich habe jetzt alle drei Blüten eingefärbt und zusammengesetzt. Jetzt sehen die aber immer noch relativ platt aus. Und das ändern wir jetzt ganz einfach, indem ich mir hier mit meiner Ahne hole und mir die Blätter hier alle so in der Mitte anhebe. Auch die äußeren Blütenblätter kriege ich mir alle noch mal so ein bisschen zur Mitte hin.
schon ist die 3D-Blüte fertig. Und das gleiche mache ich jetzt mit den anderen auch noch. So, und hier sind sie auch schon, die fertigen 3D-Blüten aus dem Blumenstanz-Set. Das verlinke ich euch übrigens auch gerne unten in der Infobox, falls ihr gerne wissen möchtet, welches das ist. Ja, und ich finde sie ganz hübsch. Vor allen Dingen kommen die mit diesen Stempelfarben, mit denen sie quasi eingetüncht sind, richtig schön pastellig daher und nicht zu knallig, aber auch nicht zu blass. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Das kann man auch gut kontrollieren mit dieser Wichttechnik. Das sind aber auch noch nicht, die ersten Blumen, die ich gemacht habe. Ich verlinke euch mal unter dem i ein Video, müsste dann hier erscheinen, wo ich einen Blumenstrauß aus Origami-Blüten gemacht habe. Ist auch noch gar nicht so lange her. Ansonsten auch unbedingt bei den anderen vorbeischauen, was die Tolles gemacht haben. Die Videolinks findet ihr unten in der Infobox. Jo, und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Ihr könnt hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.